Jetzt natürlich die Frage, ob ich dem tatsächlich einen Deathblow geben kann. Ehrlich gesagt will ich es hoffen. Okay, wir haben davon jetzt 7. Wir haben 5 im Besitz und 7 im Lager. Das ist gut. Hier brauchen wir die sterbliche Klinge. Wir brauchen den Schirm. Das ist gut. Das bringt, glaube ich, alles nichts. Ich weiß nicht, ob ich denen einen Deathblow geben kann. Okay, wir stellen fest, ich bin eindeutig viel zu schlecht, um gegen die zu kämpfen. Viel zu schlecht. Ich krieg den nicht tot. Wir haben doch diese schöne Flasche gekauft. Wo ist denn die? Melierte lila Kürbisflasche. Die kann uns hierbei durchaus helfen. Okay, was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass ein Deathblow da nichts bringt. Beziehungsweise wir einfach keinen machen können. Das ist äußerst schade. Doch vielleicht können wir von hier aus einen machen, oder? Au! Nein! Okay, bring mir den weg. Nein. Fuck. Nein. Oh! Nein! Verpiss dich, ich bin doch schon tot! Thank you.
Ah. Nein! Ich hasse euch! Zweimal dieses verfickte göttliche Konfetti. Verbraucht. Also ganz ehrlich, das ist das Letzte, was ich irgendwie jemals gemacht habe. Die Bosskämpfe gegen diese Ficker. Au! Okay. Offenbar sind sie super easy, wenn man das Schild benutzt. Aua. Hinter mir. Geh weg. Geh weg. Au. Nein! Go away.
Warum hat das denn jetzt kaum Schaden gemacht? Das ist die sterbliche fucking sterbliche... Okay, warte mal. Bitte, bitte. Zeremonientanto. Oh, No! Gashins Geiststurz. Gefallener, kopfloser Geist von Gashin. Unterdrückt Geräusche und sorgt dafür, dass man nicht so schnell von Feinden entdeckt wird. Kann durch Geistembleme wiederholt genutzt werden. Die Kopflosen sind die ruinierte Form korrumpierter Helden, die einst für ihr Land kämpften. Ich verliere den Verstand, sagte der Mann zu sich selbst und verschwand im Wald. Magnetitschrott. Fettwachsklumpen. Kann es sein? Ja, das sind die. Gashins Geiststurz. Das sind die. Die Kopflosen sind die hier. Das heißt, wir werden noch auf Gokan, Ungo, Akko und Yashariku treffen. Als Kopflose. Theoretisch müsste das so sein. Interessant. Äußerst interessant. Jetzt habe ich auf jeden Fall die richtige Strategie... Ja, das war nichts. Richtige Strategie gefunden, wie man die bekämpft. Das ist total gut. Endlich wissen wir das. Das heißt aber, dass es von denen noch verdammt viele gibt. Leider. Ihr seht ja, wer da unten ist. Was haben wir gegen den nochmal eingesetzt? Warum ist denn der jetzt auch wieder zurück? Warum ist der Chichimen Warrior jetzt auch zurück? Ich meine, mittlerweile muss doch jeder von euch zugeben, dass hier verdammt viel Boss-Recycling betrieben wird. Thank you.
im Grauen. Weg! Nur die Ruhe bewahren, Waldes. Nur die Ruhe bewahren. Diese komischen Erscheinungsgegner werden hoffentlich bald ein Ende haben. Ich hoffe einfach mal inständig, dass nicht noch mehr von denen kommen. Ich hoffe, das Spiel hat ein Nachsehen mit mir und hört auf, mich mit recycelten Gegnern zuzubomben. So, wir trinken jetzt mal eben einmal hier raus und dann trinken wir hier raus. Ab. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, das Divine Konfetti ist schon wieder alle. Mann, du Fick-Gnom. Der haut er schon wieder ab. Geht doch! Ring des Unzufriedenen, ein alter Ring für zarte Finger. Eisvogel wurde eingraviert. Das ist doch der Ring, der zum zarten Finger passt, oder nicht? Damit wird das Flötensignal-Prothesenmodul verbessert. Diesen Ring beim Blasen des Flötensignals zu tragen, erzeugt eine traurige Melodie. Einsamkeit und Schönheit der weinenden Stimme sind vielleicht trübsinnig genug, eine zornige Stimme verstummen zu lassen. Zornige Stimme? Damit ist der Bildhauer gemeint. Und bei mir speziell verfestigt sich gerade immer mehr der Eindruck, dass der Partner des Bildhauers damals, mit dem er zusammen trainiert hat, in dem versunkenen Tal, das muss eine Frau gewesen sein. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass das eine Frau war. Mal sehen, ob er dazu was sagt. Omae-san, nani ka yōu ka? Er sagt gar nichts. Schade. Schade. Ja, aber theoretisch, wir brauchen nur noch einen Grabwachsklumpen. Dann können wir das machen. Das Durchdringen des Sabimaru könnten wir tatsächlich machen. Oder Senwurf.
Hier fehlt uns noch eine Sache für den Flammensturm. Na, da mache ich erstmal nichts weiter. Wie sieht's eigentlich bei Henbei aus? Er kniet. Leb wohl, Hanbei. Auch er hatte einen Wurm in sich. Versteckter Zahn. Ein falscher Zahn gefüllt mit einem geheimen blauen Shinobi-Mittel. Kann mehrmals verwendet werden. Für die Verwendung beißt man schnell und fest die Backenzähne aufeinander. Was sofort zum... Ach. Okay. Das ist dieses eine Item, fest zubeißen, was wir haben. Wahrscheinlich nur endlos. Das man immer wieder benutzen kann. Interessant. Wie viele von den Karpfenschuppen haben wir eigentlich? 5. Ja, wir können ja nun auch schwimmen. Beziehungsweise tauchen. Und das dürfte einige Probleme lösen. Wir reisen als nächstes zum Tal unter der Brücke. Denn ich habe natürlich jetzt Lunte gerochen. Und weiß, wie man die Unsterblichen bekämpfen kann. Also diese Kopflosen, meine ich. Und dann werden wir jetzt den anderen töten, der dann noch offen ist. Der Phönixschirm ist perfekt dafür. Das war knapp. Ich dachte für eine Sekunde, dass ich tatsächlich fallen würde. Spring! Shinobi! Ja. Wir werden jetzt versuchen, den nächsten zu töten. Und wie gesagt, wie wir ja festgestellt haben, bräuchten wir dafür noch nicht mal das göttliche Konfetti. Sind wir bereit? Oh. Da ist er wieder verschwunden. Autsch. Okay, das ist knapp. Sollte ich jetzt vielleicht einmal, wollte ich gerade sagen, das ein bisschen nehmen da. Willst du, dass ich hochkomme? Komm doch runter! Okay, komm vielleicht nicht runter. Thank you.
Nein! Sehr gut. Hau ab. Ah. Einmal die Kögelchen. So, jetzt haut er wieder ab. Taucht da auf. Ich finde es interessant, dass man, wie gesagt, noch nicht mal... dass man noch nicht mal das bräuchte, was ich da die ganze Zeit versucht habe mit dem göttlichen Konfetti. Das, man braucht einfach nur diesen blöden Schirm. Und schon war's das. Der nächste von euch ist down. Arcos Geiststurz. Der den Schaden an Vitalität und Haltung kurzzeitig steigert. Verbraucht Geistembleme für den erneuten Einsatz. Cool. Sehr, sehr cool. Das heißt, in Zukunft bräuchten wir theoretisch die Konfekte gar nicht mehr. Naja, das kannten wir ja. Diese Abkürzung. Die war doch, glaube ich, im Mount Senpo. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, da waren wir wieder hier oben. Ist hier unten denn sonst noch irgendetwas? Wir müssen alles jetzt ganz genau mal betrachten. Danke. Hier könnte nämlich irgendwo irgendwas sein. Irgendwo könnte irgendwas sein, ist auch sehr präzise. Scheint aber so, als wenn hier nichts wäre. Na gut. Ja, das ist aber ja gut. Dann haben wir jetzt die beiden besiegt, die wir auf jeden Fall besiegen wollten. Es stellt sich natürlich jetzt trotzdem die Frage, wo die anderen drei sind. Es muss ja irgendwo noch andere drei geben. Für die anderen Helden. Wobei ich theoretisch schon eine Idee habe. Ich habe sogar zwei Ideen. Das hat was mit Tümpeln zu tun, wo wir noch nicht geguckt haben. Aber ich denke, das werden wir beim nächsten Mal machen, wenn es wieder heißt Let's play Sekiro Shadows Die Twice. Auf der Jagd nach den Kopflosen. Seid wieder dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.